Sofort! Nicht aufgeben! Jawohl! Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Naja, die haben es schon wieder auf 30 runter, aber ist ja nicht so schlimm. Es gibt kein Zurück! Sofort! Schon unterwegs! Sofort! Schon unterwegs! So. Taverne und Badehäuser ausbauen. Und unseren ersten Weizen nutzen, um eine Bäckerei zu errichten. Sieht doch alles gut aus. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Auch nur 39, schade. So, kaufen wir hier nochmal Eisen ein. Dann gucken wir, was wir handeln können. Wenn es da soweit ist. Geschafft! Wir haben die Aufgabe erfüllt! Seid auf der Hut! Dank eurer Hilfe habe ich Parnai wohlbehalten erreicht. Gib mir ein wenig Zeit, den Priester zu sprechen und die falsche Göttin zu entlarven. Alles klar. Ein Karren wurde ausgesandt. Verstanden. So, das heißt, wir können einen Handelsposten jetzt errichten. Sofort! Jetzt, da sie unsere Verbündeten sind. Wie konnten wir dieser fremden Blenderin nur Glauben schenken? Wir stehen tief in eurer Schuld. Legt im ganzen Land Zeugnis ab von diesem Betrug. Man wird euch in Nandur sicher anhören. Habt Dank für eure Hilfe. Wir sollten jetzt einen Handelsposten errichten. Parnai hat weitere wertvolle Waren zu bieten. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Mhm. So, die nächste erreichen wir, glaube ich. Ja, hier drüben. Alles klar, wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Jawohl! So, für den Fall, dass der Karren nachher von hier nach da wandern wird. Ja, bei unserem Geld ist es nicht mehr lange her. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Allerdings können wir dem ein bisschen Abhilfe schaffen. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. So, jetzt beißen wir uns gleich in den Hintern, weil wir irgendwelche Rohstoffe verkauft haben, die wir auch vertauschen konnten, hätten können. Ei! Verstanden. Oh, unser Feind ist schon gleich auf der anderen Flussseite. Ei! Ihr könnt diese Siedlung zu diesem Zeitpunkt nicht betreten. Das habt ihr ausgezeichnet gemacht. Wir bereiten uns in Meditation auf das bevorstehende Ritual vor. Wenn ihr keinen Weihrauch besorgen könnt, stört uns besser nicht. Der Handelsposten ist errichtet. Lasst uns sehen, was Parnai uns anzubieten hat. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Wir haben einen Handelsposten eröffnet. Lasst uns den Tauschhandel mit unseren Verbündeten. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Ja, sie tauschen Fisch gegen
Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Eisen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Oh ja, und da habe ich gerade irgendwie gecheatet. Geht das nochmal? Nein. Das merkt er dann doch. Außer es war gerade Monatswechsel, als die beiden hintereinander los sind. Oh, da ist auch wieder unser Dokument auf dem Rückweg. Gut, Weihrauch. Weihrauch liefern. Ist der Hafen nicht mehr mein Verbündeter? Doch, ist er. Schon unterwegs. Sofort. Ein Steinbruch ist erschöpft. Bleiben wir erstmal beim Eisen. Hoffen wir mal, dass Marcus noch rechtzeitig mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ankommt. Ja, da geht der Fisch in den Handelsposten. Würdet ihr vielleicht in Erwägung ziehen, mir einen neuen Titel zu verleihen? Ich würde in Erwägung ziehen, dass du dich ein bisschen beeilst, Marcus. Bevor das Schiff wieder ablegt. Warum auch immer wir jetzt nicht mehr direkt handeln können. Wir hätten eigentlich genug Wagen mit für eine zweite Bäckerei. Unser Juwelier könnte noch einen weiteren Ausbau an seiner Werkstatt vornehmen und damit seine Produktion erhöhen. Wollt ihr uns dabei behilflich sein? So, der Weihrauch kommt. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Na komm, liefer wem das Geld? Ein Karren wurde ausgesandt. Das haben wir selber gar kein Geld mehr. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ach ja, das sollten wir dann vielleicht auch mal langsam errichten. Also eine Belagerungswerkstatt. Ein Steinbruch ist erschöpft. Aber ich kann nicht sagen, dass sie keinen Weihrauch benutzen sollen. Ärgerlich. Eure Großmut beschämt mich, Majestät. Das hoffe ich doch, so wie du quengelst, Marcus. Oh ja, da kommt der Weihrauch auch schon. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Ein Karren wurde ausgesandt. Im ganzen Reich werdet ihr keinen anderen Juwelenschleifer dieses Ranges finden. Habt Dank und bedient euch seines großen Angebotes. Alles klar. Den Steinbruch werde ich noch einmal. Erneuern. Die anderen jedoch nicht. Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. So. Kann ich nämlich hier anfangen und die ganzen
Wege, soweit sie nötig sind, verbessern. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Schon unterwegs. Unser Brunnen ist versiegt. Jawohl. Das auch noch wieder. Unser Geologe begibt sich zu einem Einsatz. Seid euch unseres Dankes für den Weihrauch gewiss. Wir werden eurem Anliegen nun Gehör schenken. Schickt mich nach Nandur. Soll auch ihr Priester nun erfahren, dass Hedun von einer Betrügerin bedroht wird, die der Moguls Tochter aus blanker Machtgier nach dem Leben trachtet. Mhm. Können wir gleich machen. Und ja, das kostet immer 50, den Brunnen wieder aufzufüllen. Das ist vertretbar. Ja, im Augenblick haben wir halt Geldknappheit. Weil ich so viel ausgegeben habe durch Handel und alles. Ja, jetzt habe ich wieder Geld. Unser Geologe begibt alles sich klar. Zu einem Einsatz. Sofort. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Jawohl! Ein Karren wurde ausgesandt. Seid auf der Hut! Wir müssen diese Prophezeiung unbedingt beschützen. Kana wird versuchen, sie unter ihre Kontrolle zu bringen. Der hat mein Geld! Unser Geologe wurde getötet! Aha, das ist... Das war jetzt Geldverschwendung hoch 10. Zum Angriff! Ein Wagen mit Tauschgütern ist zu uns unterwegs. Wie ihr wünscht. Sofort! Das war Geldverschwendung hoch 10. Wir haben 500 Goldmünzen in den Sack gesetzt. So, dann werden wir mal die Straße hier pimpen. Unser Geologe hat einen Brunnen wieder instand gesetzt. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Wissen wir. So. Sind sie wenigstens auf der Straße etwas schneller? Und ich kann noch die Straße... Pimpen, so. Liefern und beschützen. Ei! Jawohl! Ich habe Nandurs Tor passiert. Ich denke, es wird nicht lange dauern, den Priester in das Geheimnis der Prophezeiung einzuweihen. Diese Aufgabe ist erfüllt. Sehr schön. Alles klar. Auf euren Befehl. Gut, das heißt, wir können wieder Zeug verkaufen vielleicht. Bisschen überschüssige Wolle vielleicht. Ein Karren wurde ausgesandt. Überschüssigen Fisch. Ich bin beschämt. Wir sind in unserem Hochmut einer machthungrigen Schlange aufgesessen. Seid euch unserer Unterstützung bei der Befreiung Sarayas gewiss. Zieht nun schnell weiter zum Tempel von Tarunga. Ein Karren wurde ausgesandt. Schon unterwegs. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So, Holz können wir auch etwas loswerden. Ein Karren wurde ausgesandt. So, da sieht unser Inventar doch schon gleich viel besser aus. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Also ich kann mal raten, meine Apotheke ist arm, ja. Da kommt uns wieder Eisen an, den wir gegen Fisch tauschen. Ja, ich bleib bei Eisen gegen Fisch. Das ist nämlich... Also wir brauchen das Eisen einfach. Weil ich könnte zwar hier unten die Eisenmine einsacken oder die hier oben, aber...
Mein Schiff ist im Hafen vor Anker gegangen. Kommt und überzeugt euch selbst von der Qualität und dem Angebot meiner Waren. Einem Steinmetz fehlt es an Sofort. Stein.